Ja, ich höre doch auf meine Community. Kannst du bitte Little Nightmares spielen, habt ihr gesagt? Hier ist es, los geht's. Ich weiß nichts über dieses Spiel. Ich habe noch nicht mal einen Trailer gesehen. Ach, das geht schon los. Oder? Ah ja, okay. Wo bin ich denn? Wer bin ich? Und das wird sie wahrscheinlich noch aufklären. Ist das eine Lampe? Okay, damit greife ich anscheinend. Okay, ich habe ein Feuerzeug. Das hätte mir halt echt jemand sagen können, oder? Da. Hübsch gemacht, hübsche Atmosphäre. Gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ich muss meine Cam ein bisschen kleiner machen. Oh, wer ist das? Kann ich mitnehmen? Schaut aus wie die Frau vom Anfang von dem Intro. Ja, aber es bringt anscheinend nichts, sie mitzunehmen. Da oben fliegt ein Stuhl. Jetzt hat hoch da. Hoch! Hoch! Ne, geht nicht. Ah, jetzt geht's. Oida, da hängt einer. Was? Dachte, das ist ein Kinderspiel. Ja, dann brauchen wir den Stuhl wahrscheinlich. Würde ich mal behaupten. Ja. Ja, das ist irgendeine Schleimspur. Oh, da ist jemand gelaufen. Man hat einen Kühlschrank, hat sich da festgehalten. Okay, es ist auf jeden Fall kein kleines Kinderspiel, glaube ich. War eigentlich mein Gedanke. Ah, da kann ich hoch. Das sind Gegner. Gibt's Gegner? Weiß nicht. Ja, da ist noch so ein Ding. Wow, noch eins. Und die verfolgen mich, ja? So. Aber wahrscheinlich haben die Angst vor Licht. Boah. Hä? Okay. Mich erinnert das voll krass an Apes Oddworld irgendwie. Was übrigens ein extrem geiles Spiel war, Leute. Wenn ihr Apes Oddworld noch nicht gespielt habt, nachholen bitte. Kann ich das vielleicht abziehen? Ah ja. Boah. Boah, der war ja fies.
Ja, aber. Wo? Okay. Sehr schön. Boah, das ist weit. Ich meine mal, dass er das nicht sprengen kann, aber er schafft es halt problemlos, gell? Er oder sie, ich weiß es nicht. Ja, was bist du? Er ist süß. Nein! Ah! Wow. Na, Alter, das ist halt echt. Zach. So. Sehr schön. Hübsch. Das ist echt ein hübsches Spiel, gefällt mir. So Rätselzeug mag ich eigentlich auch gerne. Ich habe Apes Outworld habe ich schon übelst gefeiert. Aber das ist ja 100 Jahre alt. Das war PlayStation 1. Aber dadurch, dass das so diese 2D-Optik hat, finde ich, kann man das halt heute echt noch spielen. Also wie gesagt, wenn ihr auf sowas steht, holt Apes Outworld nach. Okay, ich glaube, dass es auf jeden Fall viel mit Licht zu tun hat, dass man immer schauen muss, dass alles irgendwie hell wird oder so. Nein! Boah, vergiss es, wie soll denn das gehen? Müsste man das dann vielleicht irgendwie blockieren oder so? Weiter geht nicht. Ha. Ja, vergiss es, das geht nicht. Ich übersehe da irgendwas, glaube ich. Aber was? Kann ich hier hoch? Oh, das geht ja schon gut los. Ich weiß jetzt schon nicht weiter. Ach, man kann auch rennen. Ich sage ja, hey, das Spiel sagt einem echt nichts. Na ja, gut, das hat es mir ja gesagt. Der ist süß. Glaube ich. Weiß nicht, vielleicht will er mich auch umbringen. Alter. Es erinnert mich noch an irgendein anderes Spiel, aber ich komme nicht drauf. Limbo? Hieß das Limbo? Jetzt mal unten in die Kommentare schreiben. Ich glaube, das hieß Limbo. War auch so. 2D-Titel mit so ein bisschen gruselig, aber schon auch irgendwie für Kinder. Das sind auf jeden Fall Speicherpunkte. Ein geschmeidiger Donnerbalken. Benutze, um dich umzuschauen. Ah. Ah, okay, das geht hier. Ah, hinter der Tür. Das sind Füchse. So schaut das aus. Okay, kann ich die Kiste ziehen? Ja. Es reicht doch. Schnell, geh durch. So. Da mal eine Wippe. Wippt die auch? Irgendwie nicht, gell? Doch. Da muss ich auf der Seite irgendwas draufstellen. Das ist so relativ klar. Gehen wir erstmal nach rechts. Da fährt Zug rum. Guckt mir das was? Lull. Ja, da haben wir auch wieder Strom drauf. Ich muss auf jeden Fall auf diesen Schrank hoch. Das ist ja safe. Dazu müssen wir die Wippe, hätte ich gern wieder auf der anderen Seite. Und dann nehmen wir uns einen Bauklötzen.
Und das stellen wir dann da drüben ab. Komm her, du Bauklötzen. Nein, nicht schmeißen. Schmeiß doch das Klötzchen nicht rum. Aber ich komme da so gar nicht hoch. Ich sehe schon, da ist Fingerspitzengefühl gefragt. Davon habe ich echt null. So. Kann ich den jetzt hier nehmen, während ich hier oben stehe? Nee. Nimm doch das Klötzen. Jetzt hier drauf. Boah, Junge. Jetzt hat jawohl. Machen wir lieber mal noch einen, weil. Nicht, dass ich Schwab bin. Oh Gott. Nein, jetzt nimm den anderen Klotz mit runter. Probieren wir es einfach aus. Nein. Oh. Nur so halb 2D mit so. Das ist halt schon irgendwie tricky. Aus steuerungstechnischer Sicht. So. Nein, oh Gott. Was bringt das jetzt, wenn ich hier rauskomme? Das bringt rein gar nichts. Ja, aber das, was bringt das? Kann auch hier nicht hoch. Da geht es jetzt darum, dass ich den Strom jetzt wieder ausmachen kann. Aber warum? Reicht, ist der Strom lang genug aus, dass ich auf der anderen Seite auch gleich durch kann? Das könnte sein. Lauf, lauf, kleiner Mann! Ah ja, okay. Die sind wahrscheinlich alle zu, würde ich behaupten. Boah, Alter, was passiert? Okay, ich darf nicht ins Licht. Ach, die sind schon versteinert hier. Auch original Old World. Richtig krass. Also das Spiel erinnert mich schon heftig dran. Ich werde auch jetzt dann im Lauf, also wenn ich dann die Caption mache für das Video, dann werde ich mal schauen, wer das Spiel gemacht hat. Ich glaube jetzt mal nicht, dass es die Macher von Old World waren, aber ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich weiß auch gar nicht, wer das gemacht hat. Hm. Darüber springen kann ich ja nicht. Ein bisschen Angst, dass ich irgendwas hier rüberschieben muss. Boah, ja, ja, komm, geh ins. Ich hör mich wieder eine Stunde blöd an. War denn hier irgendwas zum Rüberschieben? Eigentlich nichts, gell? Kann ich nicht schieben? Kann ich nicht schieben? Ah, ich kann hier hochklettern, glaube ich, oder? Schaut ein bisschen nach einer Leiter aus. Ja, ja, okay. Hier hoch und dann kann ich hier bestimmt hochklettern. So. Und da geht's weiter. Ganz großartig. Oi, der, wer bist du? Oh, ich mach mal das Licht aus. Verpiss dich. Ähm.
Ah, hier. Dann kann ich, glaube ich, darüber, genau. Hier rüber. Ja, bis jetzt ist das ja alles ganz machbar, oder? Hat aber für einen Anfang schon einen Blues. Also ich kann mir vorstellen, dass es rätseltechnisch richtig schwierig wird. Wäre vielleicht auch ein nices Livestream-Game. Wo der Chat so ein bisschen mitraten kann. Wir talken da mal. Wenn ihr Bock habt, dass ich das mal livestream, dann könnt ihr es mir auch in die Kommentare schreiben. Der kleine Mann hat Hunger. Habe ich auch. Aber ich habe nichts. Junge, ich habe nichts zum Essen. Was soll ich machen? Das schaut aus wie eine Kantine. Geh rein da, komm. Wollen wir uns ein lecker Omnom. Da ist eh jemand, schau. Ich sterbe irgendwie, oder? Ja, gib mir das bitte. Danke. Ehre. Ja, iss. Oh. Kranker Scheiß. Ich bin mir ziemlich sicher, da ist wieder so ein Seil. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel nicht für Kinder ist. Das Logo sah so freundlich aus. Ich habe echt gedacht, das ist ein Kinderspiel. Oh, da ist wieder Strom drauf. Das Kabel geht nach oben, das heißt, wir müssen sehr weit rauf. Aber kein Problem, glaube ich. Ah. Okay, jetzt hat es noch ein paar Assassin's Creed Passagen. Okay, muss ich hier jetzt aufmachen oder muss ich da rüber springen? Schaffe ich das? Oh, boah. Ja, geh hoch. Und jetzt habe ich keine Ahnung. Das Seil kann ich nicht hoch. Oh, ich will das nicht nochmal klettern. Ach, ich schaukel das, oder? Schaukelt das, wenn ich mich drauf bewege? Ah. Und... Oh, boah. Ja, da ist eine Leiter, aber ich kann auch hier hoch. Hm. Ja, die Leiter war ein Trick. Da wollten sie mich lumpen, aber nicht mit mir. Okay, der Hebel geht anscheinend nicht. Ne? Dann ziehen wir mal den hier. Ah. Aber was bringt jetzt das Ding? Jetzt hat keine... Ah! Hey, nein! Da hätte ich doch auch gar nicht rüberspringen können, oder? Das hätte ich nicht geschafft. Ah, okay, ich kann auch zu mir. Dann fahren wir das Teil jetzt zu mir, legen den Schalter um, dann rennen wir und legen den Sprung unseres Lebens hin. Skyscraper-mäßig, Leute. Wow, cool. Oh, ja, mir taugt's. Taugt mir das Game. Ein bisschen Strom am Start. Ah, okay. Kann ich aufmachen? Was ist das hier? Geht auch nicht auf.
So, aber so kann ich doch den Schalter jetzt nicht bedienen, oder? Ah, doch, rüberspringen, oder? Und, jawohl. Lauf, kleiner Mann! Das muss ich runterschieben. Heidig, okay, da muss ich mich dann dranhängen irgendwie, oder? So, aber hier können wir speichern und dann würde ich sagen, beenden wir den Teil jetzt erstmal. Ich habe Bock drauf, macht Spaß das Spiel, schaut cool aus, wird glaube ich auch noch cooler, hat eine coole Atmosphäre. Gefällt mir, wenn es euch auch gefällt, Leute, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, schreibt es mir in die Kommentare, dann spielen wir das Spiel gerne weiter. Bis dahin, reingehauen.